Wenn du dir gerade ein Elektroauto gekauft hast oder vorhast, dir bald eines zu kaufen, dann solltest du dich auf alle Fälle damit beschäftigen, wie du an öffentlichen Ladestationen bezahlen kannst. Denn dafür gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und wenn du dich mit diesen vorab nicht vertraut gemacht hast, kann das so richtig verwirrend werden und viel Zeit kosten, wenn du doch eigentlich einfach nur laden möchtest. Und damit das nicht passiert, erkläre ich dir in diesem Video, welche Zahlungsmethoden es gibt und wie das Bezahlen an einer öffentlichen Ladestation genau funktioniert. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und es gibt 5 wesentliche Arten, wie du an Ladestationen zahlen kannst. Erstens mit einer Ladekarte. Zweitens mit einer Lade-App. Drittens via Kredit- oder Bankomatkarte. Viertens mittels Plug-and-Charge oder Auto-Charge. Und fünftens mittels Tesla-Account. In manchen Fällen lädst du sogar gratis. Dazu aber später mehr. Jetzt sprechen wir erstmal über die gängigsten Zahlungsmethoden, angefangen bei der Ladekarte. Die Ladekarte ist aktuell die am weitesten verbreitete Zahlungsmethode. Sobald dein E-Auto an der Ladestation geparkt ist, öffne dessen Ladebuchse, hänge das Ladekabel aus der Ladestation aus, sofern die Ladestation damit ausgestattet ist, was bei DC-Ladestationen immer der Fall ist, und stecke es in die Ladebuchse deines Elektroautos. Verfügt die Ladestation über kein festes Ladekabel, verbinde Ladestation und Auto einfach mit deinem eigenen Typ-2-Kabel. Hältst du nun die Ladekarte an das RFID-Lesegerät der Ladestation, autorisierst du den Ladevorgang und dieser startet. Dein E-Mobilitätsanbieter bucht anschließend die Ladekosten von deinem Bankkonto, Kreditkarte oder einer anderen Zahlungsoption ab, die bei der Anmeldung mit deiner Ladekarte verknüpft wurde. Bist du mit dem Laden fertig, ziehst du das Kabel wieder raus, schließt die Ladebuchse und setzt deine Reise fort. Die Lade-App ist eine weitere beliebte Zahlungsmethode. Normalerweise haben Anbieter von Ladekarten auch Lade-Apps, die das Laden und Bezahlen höchst komfortabel machen. Shell Recharge oder ENBW mit der Mobility Plus App zum Beispiel bieten nicht nur Ladekarten, sondern auch Lade-Apps an. Auch die Ionity App ist sehr beliebt. Mit dieser kann man dann aber wirklich nur an Ionity Ladestationen laden. Ionity bietet als Charge Point Operator mehr als 400 Ladeparks mit durchschnittlich 6 Ladepunkten. Ladekarten bietet Ionity jedoch nicht an. Die Ionity Ladestation kannst du allerdings oft auch als Kunde eines E-Mobilitätsanbieters mit dessen App nutzen. Wie zum Beispiel mit der ENBW Mobility Plus App. Sobald du dich für eine App entschieden und sie heruntergeladen hast, registriere dich und wähle deine präferierte Zahlungsmethode. Egal ob PayPal, Kreditkarte oder zum Beispiel Bankeinzug. Das bleibt ganz dir überlassen, ist aber natürlich von den angebotenen Optionen deines Anbieters abhängig. Am stressfreisten ist es, wenn du das vor dem ersten Ladevorgang bei dir zu Hause machst. Viele E-Mobilitätsanbieter bieten sowohl Ladekarten als auch Apps an. Hast du bereits eine Ladekarte, könntest du in dem Fall auch gleich die App deines Anbieters nehmen und hast automatisch auch den gleichen Vertrag wie bei der Ladekarte. Sobald du dein Auto an der Ladestation geparkt und angeschlossen hast, wählst du in der App die entsprechende Ladestation aus. Meist geht das auf einer Karte besonders einfach. Sollte es sich um einen Ladepark mit mehreren Ladestationen handeln, musst du dich nur noch für den entsprechenden Ladepunkt entscheiden und kannst dann den Ladevorgang entsprechend den Anweisungen der App starten. Sobald das Auto geladen ist, erfolgt im Hintergrund über die App automatisch die Abrechnung. Du brauchst keine Quittungen oder Rechnungen aufbewahren. Das wird alles direkt in der App erledigt. Zusätzlich erhältst du meistens auch eine Monatsabrechnung per E-Mail. Das kontaktlose Bezahlen mit einer Bankkarte scheint eine einfache Lösung. Ist es aber nicht, da es momentan nur an wenigen Ladestationen möglich ist. Die Zahl der Ladestationen, die Zahlungen mit Kredit- und Bankomatkarte anbieten, steigt zwar und neue Vorschriften, die besagen, dass jede Ladestation mindestens eine Möglichkeit zur kontaktlosen Bezahlung mit Kredit- oder Debitkarte anbieten muss, stehen in den Startlöchern, aber die Umsetzung geht stockend voran. In der Zwischenzeit stellen einige Anbieter selbst Regeln auf. Okay. Schauen wir uns an, wie du an einer Ladesäule bezahlst. Nimm deine Bankomat- oder Kreditkarte. Halte sie an den NFC-Kartenleser. Sobald die Karte autorisiert wurde, nimm das an der Ladestation angeschlossene Kabel und stecke es in die Ladebuchse deines E-Autos. Die meisten Ladestationen bieten Informationen auf einem Display oder über eine mobile App, mit der du den Ladevorgang überwachen kannst. Deine Karte wird basierend auf den geladenen Kilowattstunden belastet. Hat dein E-Auto den gewünschten Ladezustand erreicht, ziehe das Ladekabel heraus.
Willst du den Ladevorgang vorzeitig unterbrechen, musst du den Ladevorgang möglicherweise zuerst über das Fahrzeugdisplay, eine Taste an der Ladestation oder die Lade-App beenden. Nach Beendigung der Ladung erhältst du üblicherweise eine Quittung oder Bestätigung als PDF über eine spezielle Website, wenn du den entsprechenden QR-Code an der Ladestation scannst. Übrigens, die Bezahlung per Kreditkarte kann manchmal teurer sein als das Zahlen mit Ladekarte oder Lade-App, da du dabei nicht von einem Abonnement mit einem speziellen Ladetarif profitierst. Mit der Funktion Plug and Charge nach ISO 15118 ersparst du dir das Verwenden einer Ladekarte, das Scannen eines QR-Codes oder die Verwendung einer App. Es ist wahrlich die bequemste Art zu zahlen. Leider bieten aktuell relativ wenige E-Autos und DC-Ladestationen Plug and Charge an. Das wird sich die nächsten Jahre aber ändern. Ein Hersteller, der diese Funktion jetzt bereits bei seinen neuesten Modellen anbietet, ist zum Beispiel Mercedes. Willst du die Plug and Charge-Funktion nutzen, achte darauf, welche DC-Ladestationen mit einer PNC-Kennzeichnung ausgestattet sind. Denn nur an diesen kannst du, sofern dein Auto es erlaubt, mit der Zahlungsmethode bezahlen. Aber wie funktioniert das Ganze nun? Bei Mercedes musst du zum Beispiel einen Ladevertrag für MeCharge abgeschlossen haben und deine Fahrzeugdaten sowie deine Zahlungsmethode hinterlegen. Dann schließt du dein E-Auto an der mit PNC gekennzeichneten Ladestation an und schon erfolgt die Freigabe des Ladevorgangs ohne App oder Ladekarte völlig automatisiert. Nach der Ladung werden die Ladekosten automatisch über deine Zahlungsmethode abgebucht. AutoCharge ist Plug and Charge sehr ähnlich. Plug and Charge erfüllt jedoch höhere Sicherheitsanforderungen und wird sich wahrscheinlich in Zukunft als Standard durchsetzen. Aber sehen wir uns noch kurz anhand von ENBW an, wie du bezahlen kannst. Lade die ENBW Mobility Plus App herunter und erstelle ein Kundenkonto. Wähle jetzt dein Fahrzeug aus, sofern es mit AutoCharge von ENBW kompatibel ist. Um AutoCharge zu aktivieren, muss dein Fahrzeug an eine geeignete ENBW-Ladestation angeschlossen sein. Sobald du ein grünes Häkchen auf dem App-Display siehst, hast du den Aktivierungsprozess erfolgreich abgeschlossen. Wenn du das nächste Mal laden möchtest, schließe dein Elektroauto an eine ENBW-Ladestation mit AutoCharge an und der Ladevorgang sowie die Abrechnung erfolgen automatisch, ohne dass du die App oder eine Ladekarte benötigst. Um für die Ladung deines Teslas zu zahlen, musst du vorab in deinem Tesla-Konto, das du ohnehin brauchst, um gewisse Funktionen des Teslas einzustellen, deine bevorzugte Zahlungsmethode hinterlegen. Das kann eine Kreditkarte, eine Bankomatkarte oder sogar eine Online-Geldbörse sein. Sobald das Konto einsatzbereit ist und die Zahlungsmethode hinterlegt ist, parkst du deinen Tesla vor dem Tesla Supercharger und steckst das Auto an. Der Supercharger erkennt jetzt deinen Tesla und beginnt mit dem Ladevorgang. Ist die Ladung abgeschlossen, werden die Ladekosten über das Tesla-Konto abgebucht. Du kannst übrigens auch mit einigen anderen E-Autos in den meisten europäischen Ländern am Tesla Supercharger laden. Nicht-Tesla-Kunden zahlen jedoch etwas mehr. Hast du eine Supercharger-Mitgliedschaft als Nicht-Tesla-Kunde, lädst du zu reduzierten Tarifen. Okay, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, dem Gratisladen. Das kostenlose Aufladen deines E-Autos ist tatsächlich möglich. So ist es zum Beispiel denkbar, dass du als Kunde eines Fitnessstudios oder Einkaufszentrums dein E-Auto kostenlos laden kannst. Dies ist aber leider immer seltener der Fall. Eine kostenlose Lademöglichkeit gibt es zudem vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Da aber die Zahl der Beschäftigten mit Elektrofahrzeugen weiter zunimmt, beginnen viele Unternehmen aufgrund der steigenden Gesamtkosten, sich das Aufladen durch die Beschäftigten bezahlen zu lassen. Und natürlich kannst du auch zu Hause gratis laden. Der Ladevorgang zu Hause ist gratis, vorausgesetzt natürlich, du hast eine PV-Anlage installiert und verwendest ein smartes Wallbox-System wie den GoE-Charger und den GoE-Controller, das dir vollautomatisiertes Photovoltaik-Überschussladen ermöglicht. Mit dem intelligenten Duo musst du nicht befürchten, durch die Einspeisung von überschüssigem Solarstrom ins Netz Geld zu verlieren. Denn wenn du neben dem Betrieb deiner Haushaltsgeräte noch Strom übrig hast, gibt der GoE-Controller dem Laden mit Solarstrom Vorrang und du musst später nicht teureren Netzstrom zum Laden verwenden. Um den gesamten Prozess zu kontrollieren, kannst du die Aktion des Geräts jederzeit über die GoE-App überwachen oder auf dem Display des Controllers ablesen. Hast du keine PV-Anlage zu Hause am Dach, dann kannst du mit einer smarten Wallbox wie dem GoE-Charger dennoch deutlich günstiger laden als an öffentlichen AC- und DC-Ladestationen.
Nutze zum Beispiel die Vorteile der integrierten, flexiblen Stromtarife des Go E-Chargers. Mithilfe dieses Features kann die Wallbox die Strompreise der integrierten Anbieter in Echtzeit verfolgen und beginnt nur dann mit dem Laden, wenn diese am niedrigsten sind, nämlich in den sogenannten Schwachlastzeiten, welche meist zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens liegen. Aber auch wenn viel öffentlicher Solarstrom, Wasserkraft und Windenergie zur Verfügung stehen, können Strompreise deutlich niedriger sein. So ist es möglich, dass du beim Laden mit günstigen Strompreisen mehr als 10 Cent je Kilowattstunde sparen kannst. Und das vollautomatisiert. Während du also schläfst, wird dein E-Auto kostengünstig aufgeladen und wenn du aufstehst, ist es bereit für die nächste Fahrt. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.